Ja, willkommen zu einer neuen Analyse und einer kleinen Marktübersicht. Vorgestern war das letzte Video. Ja, seitdem ist wieder ein bisschen was passiert, vor allem bei Bitcoin und Bitcoin Cash. Die anderen alternativen Coins sind ja mal runter, mal hochgegangen, ungefähr stabil geblieben. Kann man hier rechts an den Graphen sehen, die zeigen die letzten 7 Tage. Natürlich sieht man jetzt hier bei Bitcoin sieht's nicht so gut aus. Im Moment eine Bitcoin-Dominanz von 52%. Vor einer Woche waren das noch über 60%. Und vor 2 Tagen noch über 55% war das ungefähr. Ja, gehen wir mal in die Charts rein. Ich hatte ja vorgestern gesagt, da waren wir hier oben. Kann ich das mal kurz nochmal hier einzeigen. Da waren wir noch hier oben. War kurz nach dem Durchbruch der Unterstützung, da hatte ich gesagt, dass es hier bis zur nächsten Unterstützung runterfallen kann. Genauso ist es auch gekommen. Der ist bis zu dieser Unterstützungslinie runtergegangen, hat diese sogar gestern Abend auch noch durchbrochen und ist bis fast zur zweiten Unterstützungslinie, die ich da angezeichnet hatte, runtergefallen. Das waren 5.500 Dollar. Hier hatte ich das angezeichnet und ist jetzt wieder an dieser Unterstützungslinie aufgeprallt und wieder hoch auf die 6.300 Dollar gestiegen. Wenn man jetzt mal anschaut, wie viel Prozent das ist hier von dieser Unterstützungslinie, wäre man da eingestiegen. Bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt sind das nochmal 13% Gewinn. Aber natürlich der Verlust von hier ganz oben, vom Hochpunkt bis jetzt sind es minus 18% und zum Tiefpunkt minus 30%. Also da war es sehr kritisch. Aber die unterste Unterstützungslinie wurde hier jetzt nicht durchbrochen, zum Glück, weil dann würde ich sagen, dann wird es bis hier runter gehen, sogar auf die ungefähr 5.000 Dollar, genau, kann man eigentlich sagen. Das wäre dann die nächste Unterstützung, die da wäre. Aber es ist bislang nicht passiert, muss man natürlich jetzt schauen. Jetzt ist natürlich wieder diese Unterstützungslinie im Spiel. Muss man mal gucken, ob die nochmal durchbrochen wird. Falls die nochmal durchbrochen wird, auf die Unterstützungslinie achten und schauen, ob da diese auch durchbrochen wird. Falls sie auch durchbrochen wird, dann können wir halt nochmal ein Stückchen fallen. Ja, woran liegt das? Jetzt natürlich so die Spekulation, weil Bitcoin Cash so stark ist. Bitcoin Cash ist ja die Bitcoin-Version, die am 1. August sich aufgeteilt hat. Der einzige Unterschied zu dem normalen beziehungsweise alten Bitcoin ist, dass die Blockgröße von 1 Megabyte auf 8 Megabyte erhöht wurde. Ja, und da sind einfach mehr Transaktionen pro Sekunde möglich. Ich hatte ja Bitcoin Cash zu Dollar hier auch noch vorgestern eingezeichnet. Vorgestern waren wir noch hier irgendwo. Ja, hier irgendwo. Hier einen Tageschart zu machen lohnt sich nicht, weil es halt seit dem 1. August da ist. Da hatte ich gesagt, dass hier, nachdem diese Widerstände durchbrochen werden, natürlich auch sehr hoch schießen kann und hier dieser Allzeithoch von 1.100 Dollar, wenn der durchbrochen wird, hatte ich gesagt, dann kann es richtig hoch schießen und siehe an, der war gestern Abend bis auf 3.100 Dollar. So, woran liegt das jetzt? Die Frage ist natürlich, wird Bitcoin Cash das normale Bitcoin ablösen, wird dann ein Machtwechsel stattfinden, wird der Bitcoin Cash Bitcoin überholen? Das ist natürlich eine schwierige Frage, es ist natürlich jetzt wieder sehr viel Unsicherheit auf dem Markt, was denn jetzt der wahre Bitcoin ist, was jetzt die Nummer 1 ist. Das Problem ist bei Bitcoin Cash, da sind nicht die Kernentwickler von Bitcoin dabei, das sind einfach andere Entwickler, die es ist einfach zentralisierter und nicht so dezentral wie der normale Bitcoin. Und man sieht auch hier, wenn wir jetzt zurück auf CoinMarketCap gehen, wer investiert überhaupt jetzt hier in Bitcoin Cash? Und wenn hier auf die Markets mal geht, da hatte ich mir das mal angeschaut, sind es vor allem die Koreaner, die vor allem gestern bis zu 40% des Trading-Volumens mitgerissen haben. Das kann auch daran liegen, dass die Chinesen können ja in China nicht mehr traden, weil die ganzen Exchanges geschlossen sind. Und daher kann es halt sein, dass die ihr Geld nach Korea verschieben und dort dann halt einkaufen. Und
Bitcoin Cash ist halt aus China vor allem, wird in China vor allem sehr unterstützt und im asiatischen Raum, weil dort halt dieses zentrale Team sehr unterstützt wird. Die Frage ist jetzt, kann man davon ausgehen, dass es so eine Macht, so einen Machtwechsel gibt, dass Bitcoin Cash Bitcoin überholt? Ja, gestern Abend war sogar Bitcoin Cash vor Ethereum, war die Nummer 2, wo es auf 3000 Dollar war. Ja, jetzt die Frage, solange Bitcoin, da muss natürlich eine schnelle Lösung her. Ja, was heißt schnell? Es muss natürlich eine ordentliche Lösung, aber wäre natürlich gut, wenn es mal zeitnah kommen würde, dass die Transaktionskosten sinken und dass mehr Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Das schafft man mit Bitcoin Cash, aber das Problem ist, mit diesen 8 Megabyte Blockgrößen ist es das Problem, dass normale Nutzer, dadurch, dass es 8-mal so groß ist, dieser ganze Blockchain, können normale Nutzer nicht die ganze Blockchain auf ihre Rechner laden, weil so viel Speicherplatz benötigt werden. Und dadurch ist es halt dann so, dass diese normalen Leute dann nicht mehr am System teilnehmen können. Deswegen war ja auch der Kritikpunkt an Bitcoin so hoch, dass sie da die 2 Megabyte erhöhen wollten. Das haben die dann auch abgesagt. Schauen wir mal kurz auf Ethereum. Ethereum ist immer noch in diesem Bereich drin, den ich eingezeichnet habe, da passiert im Moment nicht viel, da muss man halt immer noch abwarten, wenn man hier mal ein bisschen reingeht. So, wenn man hier reingeht in den Bereich, hier muss man abwarten, ob es nach unten fällt oder diese absteigende Trend hier durchbrechen kann richtig, dann kann es wieder nach oben gehen. Was können wir uns noch anschauen? Ethereum Classic gibt es noch. Der performt auch ziemlich gut. Zu Dollar können wir uns das mal anschauen. Der hat hier in den letzten Tagen wieder einen hohen Kurssprung erlebt von 9 Euro, 9, von 10 Euro ungefähr bis auf 21 Euro. Das sind über 100%. Im Moment bei 16 Euro. Das liegt auch daran, weil Ethereum halt im Moment nicht so stark performt und dadurch Ethereum Classic dann halt seine Chance da ein bisschen ausnutzt. Wenn man hier auf die Trading Volumen gucken, sieht es eigentlich auch gut aus bei dieser Kerze hier, die ziemlich hoch gegangen ist da. Das ist ja fast 35%, sehen wir hier eine schöne Bestätigung des Marktes, dass ein hoher Volumen reinkommt. Das sieht auch sehr gut aus. Muss man mal schauen, ob es hier nochmal durchbrochen werden kann, dann kann man natürlich nochmal ein bisschen mit steigenden Kursen rechnen. Ja, falls ihr euch mal ein bisschen informieren wollt, habe ich hier eine schöne Facebook-Seite Bitcoin News, eine kleine neue Seite, die unabhängig News postet und dadurch dann halt könnt ihr euch dann informieren, was es dann da so Neues gibt. Ich halte euch auf dem Laufenden, bis zum nächsten Mal und tschüss.